Ray 7.7 heißt der Newcomer aus Spanien. Der Roller mit 125 km Höchstgeschwindigkeit und einer Reichweite von 150 Kilometern. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, bleibt unbedingt dran. Los geht's! Und damit heiße ich euch recht herzlich willkommen hier auf meinem Kanal zu einem neuen, weiteren Informationsvideo. Ja, Roller aus Spanien scheinen so eine Art Tradition zu sein. Der Ray 7.7 muss sich natürlich messen an dem Silence S01. Den gibt es in verschiedenen Ausführungen. Was dem am nächsten kommt, ist tatsächlich der S01 Plus, der nochmal ein Plus an Leistung hat. Wir haben jetzt also hier bei dem Modell eine Reichweite von etwa 133 Kilometer, Höchstgeschwindigkeit 99. Ne, wir haben hier so eine Push-Taste, wo man dann auch mal kurzzeitig 110 km/h erreichen kann. Und das Ganze bei einer maximalen Akkukapazität von 5,6 Kilowattstunden. Angetrieben wird der Silence S01 Plus über einen Radnabenmotor. Wir haben 4 Fahrmodis und einen Rückwärtsgang. Ein Leergewicht von 111 Kilo und Preise gehen da los bei knapp 8.400 Euro. Was ich beim S01 ziemlich cool finde, ist, dass wir den Akku im Grunde herausnehmen können und dann zu jeder Steckdose rollern können, die wir halt irgendwie nutzen können, auf Arbeit oder zu Hause. Und die zweite Geschichte, da verlinke ich gerne oben rechts mal ein Video über den Silence S04. Ein kleines, leichtes, ja, fast Auto, wo wir 2 solcher Tauschakkus haben. Wenn man das jetzt hier kombiniert mit dem Roller, dann habt ihr tatsächlich 3 Akkus. Das ist in dem Fall ein ziemlich großer Vorteil. Aber in diesem Video geht es mal nicht um den Silence, sondern um den Ray 7.7 aus Spanien, genauer gesagt produziert in Barcelona. Der Ray 7.7 ist im Grunde ein richtiges Motorrad, also kein Moped mehr. Das heißt, ihr benötigt den Führerschein A1 oder B196. Ja, so wie er hier steht, finde ich ihn schon ziemlich schick in diesem Weiß-Schwarz-Grau-Blau-Mischung. Sieht das Ganze ziemlich sportlich aus. Wir können jetzt hier schon erkennen, dass wir 2 Bremshebel haben. Das heißt, wir haben also eine CBS-Bremse. Selbstverständlich haben wir vorn und hinten LED-Beleuchtung. Hinten ein Motor mit Riemenantrieb, den man hier schon erkennen kann, und besonders Highlight an diesem Modell finde ich den höhenverstellbaren Frontsitz, dass man also als kleine oder große Person dementsprechend das Fahrzeug anpassen kann. Finde ich eine ziemlich interessante Geschichte. Der Motor, das Hinterrad und die Schwinge sind hier schön verkleidet. Keine Ahnung, ob da irgendwie noch Technik drin ist. Ansonsten seht ihr hier die Schwinge. Der Motor auf der gleichen Höhe. Auf der rechten Seite, wenn man drauf sitzt, geht der Riemen. Und nach hinten haben wir dann die hydraulische Scheibenbremse. Der Motor leistet 10,7 kW, im Peak auch 17,5 und da ist damit deutlich stärker als der vom Silence S01 Plus. Deswegen kommen wir hier auch auf eine Maximalgeschwindigkeit von 125 Stundenkilometern. Der Motor an sich ist luftgekühlt, ne? Beim Riemen muss man nicht sonderlich viel machen. Ich vermute mal, dass der ganze Roller so ein bisschen mehr Bums hat als der Silence S01. Und wie ich ja finde an dem ganzen Konzept, dass wir da so gut wie keinerlei Wartung oder Pflege aufbringen müssen. Der Lithium-Ionen-Akku hat eine Bruttokapazität von 8,78 Kilowattstunden und netto bleiben dann noch nutzbar 7,7 Kilowattstunden, die locker für 150 Kilometer reichen sollten. Mit der Grundausstattung bekommt ihr einen 1,8 kW Lader, bei dem der Scooter nach 4 Stunden 20 wieder vollgeladen ist. Optional habt ihr die Möglichkeit, ein 3,3 kW starkes Ladegerät zu erwerben, mit dem der Scooter nach 2 Stunden 35 wieder komplett vollgeladen ist. Ob ihr jetzt mit Schuko oder Typ 2 laden wollt, ist euch überlassen, ihr könnt das beides optional erwerben. Was mir wirklich richtig gut gefällt, ist das Display. Das ist so super aufgeräumt, dass man wirklich sofort erkennt, worum es hier geht. Also wir haben hier die gefahrenen Kilometer, Trip, die Uhrzeit, wie viel Kilometer wir noch fahren können und den Akkustand. Und was ich auch ziemlich cool finde, dass wir ein eingebautes Navigationssystem haben. Selbstverständlich haben wir auch bei diesem Scooter verschiedene Stufen, die wir hier einstellen können. Wir haben also den City-Mode, den Sport-Mode und den Flow-Mode. Ob das jetzt sein muss, sei mal dahingestellt. Was ich allerdings schön finde, ist, dass wir eine regenerative Bremse haben. Das heißt also, beim Bremsen können wir die Energie zurück in den Akku speisen. Sehr gut gemacht. Die meisten Scooter wie NIO und auch die Silence haben die Akkus unter der Sitzbank. Hier ist es etwas anders gelöst. Wir haben ja also hier den besagten höhenverstellbaren Fahrersitz und darunter passt ein kompletter Integralhelm rein, wenn man das so hat. Ansonsten kann man da auch sicherlich ein Kabel verstauen oder einen kleinen Einkauf einpacken.
Auch von hinten macht der Ray eine ziemlich elegante Linie. Durch den doch relativ großen Motor und den auch ziemlich großen Akku haben wir hier ein Gewicht von 165 Kilogramm leer und da ist es natürlich ziemlich schön, wenn man da einen Rückwärtsgang hat. Auf my.ray.eco habt ihr die Möglichkeit, euren Scooter schon mal zu konfigurieren. Die Preise, die jetzt hier stehen, die sind sicherlich nicht für Deutschland gedacht. Da kommt nochmal der ein oder andere Hunderter oben drauf. Aber ihr habt zumindest schon mal die Option zu sehen, was es alles so gibt. Als Standardfarbe ist weiß angedacht. Es gibt schwarz-grau. Das ist so mein Favorit. Finde ich mit diesem blauen Teil total schick. Und dann nochmal ein blau, was aussieht wie ein grün. Ich glaube, ich muss mal zum Augenarzt, aber das ist doch grün, ne? Aber tatsächlich geht es hierbei um die Farbe blau. Preislich finde ich, ist es die Farbwahl völlig im Rahmen. Wer möchte, kann sich dementsprechend auch einen Helm in seiner Kopfgröße mitbestellen. Hier sehen wir nochmal den Standard-Lader mit 1,8 mit Schuko-Connector, der mit bei ist. Wir haben hier auf der anderen Seite noch die Option eines Schnellladegeräts mit 3,3 kW. Auch das ganze Teil kommt mit dem Schuko-Stecker. Und wenn man möchte, kann man hier diesen Typ 2 Connector noch dazu bestellen. Darüber habe ich auch mal ein Video gemacht, verlinke ich gerne mal oben rechts. Für denjenigen, der den Roller auch über Land nutzt, würde ich den Frontscreen empfehlen. Ihr habt dann einfach nicht ganz so doll den Winddruck auf dem Oberkörper und dem Helm. Außerdem finde ich, sieht das ganz schick aus und das passt sich gut in die Linien ein. Was viele nicht ganz so schick finden werden, ist ein Topcase. Das sieht immer so ein bisschen aufgesetzt aus. Allerdings ist es ganz praktisch, dass man da auch mal ein Ladekabel oder irgendwie Kleinkram reinpacken kann. Auch hier wäre das für 160 Euro machbar. Wer jetzt Blut geleckt hat und absolute Lust auf den Ray 7.7 bekommen hat, dem sei das Autohaus Richter und Zech ans Herz gelegt. Das ist der Importeur für die Ray Scooter. Und hier haben wir jetzt auch den deutschen Preis. Das Ganze geht los bei 9.990 Euro. Wenn ich die ganzen Optionen mit einberechne, komme ich auf knapp 12.000 Euro. Das Fahrzeug ist mittlerweile auf Lager. Das finde ich sehr, sehr schön. Kann also ziemlich schnell probiert werden, Probe gefahren werden und natürlich auch gekauft werden. Ja, das war's auch von mir. Was haltet ihr vom Ray 7.7? Ich finde, das ist ein ziemlich ausgewachsener Roller, bei dem die Reichweitenangst hinten runterfallen kann. Eine vernünftige Leistung, Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h sollte völlig ausreichend sein. Ich bin ziemlich begeistert. Preislich natürlich könnte es immer ein bisschen günstiger sein. Ich hoffe auch hier, dass es irgendwann mal irgendwie eine Förderung gibt für Kleinst- oder Leichtfahrzeuge, einfach um diesen Markt so ein bisschen anzukurbeln. Falls ihr Fragen habt, Anregungen, Kommentare, gerne unter das Video. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ciao, ciao.